kann es ja jedem nur raten, sich mit Trends zu beschäftigen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass es das Commitment der Führungskräfte gibt und auch des Vorstands. Eine ziemlich große Inspiration, die es schafft, einen weiteren Raum aufzumachen. Weil ich glaube, in unserer heutigen Arbeitswelt ist es so, dass man konzentriert sich auf ein Thema, das Bewusstsein wird irgendwie weit und neue Ideen oder Geistesblitze können ja nur entstehen, wenn man sozusagen das Bewusstsein ein bisschen aufmacht, woanders hingeht und solche Dinge auch zulässt. Und diese Workshops und die Arbeit mit dem Zukunftsinstitut sind auch ein Rahmen für uns gewesen, einmal ganz andere Dinge zuzulassen. Und frei zu denken und sich zu befreien von den ganzen Barrieren, die ja jedes Unternehmen hat. Ich habe so wahrgenommen, dass es großes Vertrauen in die eigene Zukunft bringt, weil man das Gefühl hat, das Unternehmen oder die Führungskräfte schauen sich genau an, wo die Welt sich hinentwickelt. Man ist dann auch bereit, die eigenen Chancen in seinem Umfeld zu ergreifen, neue Ideen, neue Produkte zu entwickeln und wird so eigentlich fit für die Zukunft. Und das gibt im Prinzip jedem Mitarbeiter das Vertrauen und die Hoffnung, dass sozusagen das Unternehmen, in dem er arbeitet, prosperiert und erfolgreich sein wird am Markt. Man ist ja immer so begeistert, wenn dann die Ideen am Tisch liegen. Und ich glaube, die wirkliche Arbeit beginnt danach, nämlich den Leuten oder den Kollegen oder auch im eigenen Team, denen auch die Hürde oder die Angst zu nehmen, weil das sind dann ganz tolle Projekte und Ideen und man weiß aber ganz genau, man wird jetzt 2 Jahre Arbeit mindestens investieren müssen, man wird ganz viele Barrieren überwinden müssen, man muss dranbleiben, man muss die Nerven haben, das irgendwie durchzustehen, auch intern. Und ich glaube, da braucht es noch einmal so einen Zusammenschluss des Teams dort vor Ort und ein gemeinsames Commitment, das auch wirklich durchzuziehen.